los. Mal sehen, ob deine gezähmte Bestie für dich kämpfen wird. Natürlich wird sie für mich kämpfen, also echt. Na komm. So. Das hat geklappt. Selbst die wildeste Bestie kann nützlich sein. Jagst du schon lange in Nurm, Zwerg? Seit vielen Jahren schon. Früher war das Land grüner. Nun geht es langsam seinem Untergang entgegen. Wie überall in Mordor. Da kannst du eine Karre reiten, aber kannst du dabei auch schießen? Klar kann ich dabei auch schießen, das ist gar kein Problem. Na komm. Okay, so. Die Welt war jung, die Berge grün. Kein Fleck war auf dem Mond zu sehen. Ein Baum gemeißelt in den Stein, als du erwacht und ging allein. Lande vielleicht auf dich, versenkt das Feuer nicht meinen Bart. Na komm, nein. Moment, nein. Hallo? Mann, scheiß Feuer. Hallo. Jetzt. Das soll deine letzte Prüfung sein. Kämpfe ganz nach Belieben. Ah, gehen dir die Lektionen aus? Wann gehen dir deine Widerworte aus? Du musst schnell reagieren. Wenn wir dem Graub begegnen, kann ich dir nicht ständig helfen. Bei der Jagd geht es um Disziplin und darum, selbst den perfekten Moment zu erkennen, statt darauf hingewiesen zu werden. Einst verfolgte ich einen großen Adler zu seinem Nest. Ich hab von ihnen abgelassen. Schon bevor sie mich auf die Felsen schmetterten. Nichts und niemand in ganz Mordor könnte unseren Häuptling... Orks auf der Jagd! Jagen wir doch zur Abwechslung mal sie! Na komm. So. Zack. Immer schön. So. So, noch einer? Das war einfach. Okay. Irgendwas stimmt da nicht. Geh zu ihm, Talion. Vielleicht sollten wir den Jäger aufspüren. Ich werde dich mir schmecken lassen, Zwerg. Thorfinn braucht Hilfe. Okay.
es weiß. Ich hatte ihn. Was hat der Ritt auf einem Karagor mit einem Graub zu tun? All diese Fragen, Jungchen. Ich dachte, du solltest Anweisungen befolgen. Du beanspruchst meine Geduld, Torben. Pass genau auf. Und entwickle Respekt für die Bestie. Um sich dem Graub zu stellen, brauchst du größere Stärke. Denk dran, auf der Jagd verdient man sich Respekt. Wer weiß, vielleicht würde ich noch mal mit meinem Herrn anreden. Ach, gut. Tschüss. Mächtige Beute, Erfolg. Dieser Zwerg ist weit weg von zu Hause. Nicht alle, die wandern, sind verloren. Und hier ist unsere neue Mission von ihm. Die wollen wir auch machen. Schaut mal ganz kurz. Nur mal ganz kurz. Noch mal kurz aus Neugier. Wo hatten wir das denn? Nein, hier hatten wir das nicht. Wir hatten das hier. Hier, ne? Okay, 17 vor 20. Okay. Ich gucke nochmal so nach, wie viel wir denn noch so zu tun haben. Wir können nichts weiteres aktivieren. Okay, gut, dann bauen wir los, würde ich sagen, zu der Mission. Na gut, wenn die das gefunden haben, ne? Erschrecken dich nicht. Nein, im Gegenteil. Ich trage selbst ein paar. Sicher? Was für Narben kann man beim Schwarzen Tor schon bekommen? Splitter? Oder hat deine Stimme gelitten, als du deine Soldaten in die Schlacht schicktest? Sei vorsichtig. Meine Narben verlaufen äußerst tief. Ja. Der mächtige Krauk hat mir die hier verpasst. Außerdem hat er meinen Jagdgefährten erwischt. Also, was nun? Eine weitere Lektion für dich, Jungchen. Vielleicht kommst du diesmal ohne Narben davon. Also, welche Schwachsinnslektion planst du diesmal? Auf Krähbein schießen als Vorbereitung für den mächtigen Grauk? Du willst Grauks jagen? So sei es. Aber nicht irgendeinen. Das ist ein seltenes Exemplar. Er sucht sich ein Revier und ist stark genug, um es zu verteidigen. Und du und ich, wir sind Eindringlinge. Sag, Jungchen, hast du je einen Grauk erlegt? Heute töte ich den ersten von vielen. Jetzt sprichst du wie ein Jäger. Mein Bauch sagt mir, dass du das hier überleben könntest, Jungchen. Da dein Bauch dein größtes Körperteil ist, könntest du recht haben. Du hast doch sicher einen Plan, um den Grauk zu bezwingen. Den habe ich, Jungchen. Und da du so gut Befehle befolgst, erkläre ich ihn dir Schritt für Schritt. Erster Schritt. Wenn er an einem Uruk nagt, schleich dich an die Bestie ran. Die Grundlage der Jagd ist das Verfolgen. Aber im Moment schaffst du es nicht, bei mir zu folgen. Warum nicht die Kehle? An einer Stelle sind die Grauks nicht mit stacheligen Schuppen übersät. Eine Schwachstelle wird nicht umsonst Graukferse genannt. Soll mich an die Bestie heranpirschen? Wenn du es kannst, ohne zermalmt zu werden, ja. Mhm. Na, erzählst du noch was, oder? Da ist er! Was für ein prächtiges Exemplar! Das ein prächtiges Ende findet. Drücke RT und X, wenn du hinter dem Grauk stehst, um ihn bluten zu lassen. Ich muss in die Ferse stechen, damit er blutet. Was? Eintrag ansehen. Gehörter Grauk. Okay. Wer es lesen will, konnte Pause drücken, bitte. Hallo, weg, 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 weg. Wir sind da gerade im Kampf. Nicht gut. Da ist er.
Was für ein prächtiges Exemplar! Das ein prächtiges Ende findet. So, dann setze ich mal dahin. Hallo. Weiter Schritt, Jungchen. Das Blut lockt Tarragor an. Bring auf, bevor sie auf dich springen. Du bist nun so schnell wie der Grauch. Lass dich von ihm jagen. Ich erwarte dich. Das wird vielleicht ein Ritt. Tarragor, bin ich zu langsam. Okay. Schieß ihm in den Kopf. Das klingt recht einfach. Aufsitzen, Jungchen! Hey, du! Ich habe schon größere Gauks erlebt. Da war ich noch ein Junge. Mein Arm reicht nur bis zum Kinn. Schieß ihm in den Kopf. Hier drüben! Sieh her! Was ist Schritt 4? Es gibt keinen vierten Schritt. Er sollte tot sein. Du musst es falsch gemacht haben. Ich befolge deine Befehle. Tja, das ist dein Problem. Denk selbst an dich. Du hast deine Fähigkeiten erlernt, um einen goldenen Grauk aufzusteigen. Nähere dich dem betäubten Grauk, drücke RB, um aufzusetzen. Dann kannst du RB drücken, um einen betäubten Grauk von oben zu besteigen. Ich habe eine Idee. Was tust du da? Kannst kein Grauk. Hä? Hallo? Graumärsche fehlschlagen, beherrsche den Grau. Toll, das ist ein toller Tipp. Okay. Was ist Schritt 4? Es gibt keinen vierten Schritt. Dass man sich das jetzt zum Beispiel nochmal anhören muss. Das ist... Ich befolge deine Befehle. Tja, das ist dein Problem. Denk selbst. Okay. Noch einmal. Okay, mit dem zu kämpfen ist nicht ganz so kompliziert. Dein Leben endet durch den Stich meiner Klinge. RTB. Einen Grauk zu reiten. Etwas Improvisation schadet nie, was? Na gut, Jungchen, das war's. Du hast Instinkt, Köpfchen, Respekt. Das Training ist vorbei. Du hast Schneid. Und jetzt machen wir uns die Hände schmutzig. Ja. Yeah. Okay, da wollen wir auch natürlich noch hin. Die Finsternis Mordors scheint diesem Zwerg nichts auszumachen.
Die sieben Ringe der Macht haben die Zwergenkönige nicht zu Geistern verwandelt, wie es die neun Ringe mit den Menschen taten. Sie sind unbeugsam wie Stein und können nicht durch das Böse beherrscht werden. Deshalb schwor Sauron, sie zu vernichten. Weißt du was? Wo ist denn hier oben ist das letzte Grab? Dings, da wollen wir jetzt hin. Huch, da habe ich das Mikro gehauen. Tut mir leid, falls man es gehört hat. Ich glaube eher nicht, aber kann ja sein. So. Okay, das ist kein Turm. Ich will noch kurz gucken. Ist auch keiner drauf. Schade. Na gut, dann wollen wir uns jetzt mal dem großen Grauk stellen. Wird spannend, hoffe ich. Ich hoffe, wir schaffen das auch. Vermutlich, indem er uns enthauptet. So, nur nebenbei mal ganz kurz. So. Haben wir dich einfach mal mitgenommen, ne? Warum auch nicht? Hier ist ein Grauk hinter mir. Ist mir egal. Tschüss. Komm her. Du musst ihn brechen. Und ich muss dich auf Trab halten. Lass dir Zeit, Junge. Dann bin ich dran. Oder ich. Das war scheiße. Hallo. Nochmal. Denk an meine Lektionen. Halte genügend Abstand. Lass ihn angreifen. Nein, falsche Taste gedrückt. Oh, das ist doch nicht zu glauben. Oh Gott, ey. Ich weiß, er kann da zwar nichts für, aber... Na, dann komm mal her. Lass dir Zeit, Jungchen. Wenn wir Glück haben, stirbt der Grauk an Altersschwäche. Jetzt aber. So. Du kennst sicher den Weg? Die wahre Frage ist, bist du bereit, ihn zu gehen? Ja. Was auf der Jagd auch passiert, frage dich, was würde Thorwin tun? Nimm es dir am besten gleich als Lektion fürs Leben zu Herzen. Ich hoffe, die Lektionen bleiben hängen. Sonst hängst du an der Wand, wenn dich der mächtige Grauk erwischt. Ich bin bereit, gegen den Grauk zu kämpfen. Und genau das wirst du tun. Kämpf. Ohne Kunst, ohne Finesse. Bei der Jagd geht es nicht ums bloße Kämpfen. Sie ist etwas viel Größeres. Aus deiner Perspektive, Zwerg, ist alles größer. Ja, dieser Grauk ist äußerst groß. Oh, Moment. Du verspottest mich. Grauks sind eine der ältesten Spezies in Mordor. Und bei weitem tödlichste. Die letzte Begegnung mit dem Grauk ist lange her. Hoffen wir, dass die Zeit an ihm mehr Spuren hinterlassen hat als an mir. Mein früherer Partner und ich verfolgten einmal einen Grauk vom Berg Dolmet nach Nogrod. Wir erlegten ihn endlich und steckten 2 Tage unter seinem Bein fest. Das waren noch Zeiten. Bei unserer letzten Begegnung folgte ich mit meinem Partner der Bestie in seine Höhle. Wie bist du entkommen? Glück! Der Grauk schlug mich bewusstlos. Als ich erwachte, hatte er meinen Partner erledigt. Allein gegen die Bestie zu kämpfen, war sein Todesurteil.
Ich jage diesen Grauk schon seit...